muss hier Goldrute und Chrysantheme und sowas mitnehmen. Warte mal, dann mache ich aus dem letzten Wasser auch da oben raus. Warte mal, gib mal her. Kohle haben wir auf jeden Fall. Naja, nee, ich meine, Und wir können ja auch schmutziges, wir haben 16 schmutzige Wasser. Wir können auch Wasser kochen. Ja, aber leider muss ich das erst vorher kochen, bevor ich das, Ja. Das Wasser dauert aber Zeit. Das muss gekochtes Wasser sein, ne? Dauert aber Zeit. Aber ich habe hier noch, guck mal, ich habe hier noch 5 gekochte Wasser. Nimm die mal. Ja, ich muss aber davon eins jetzt nochmal trinken, weil ich jetzt durstig bin. Ich habe auch eins getrunken. Eins habe ich getrunken und dann kochen wir noch das schmutzige Wasser hinterher. Komm, wir haben so viel. Machen wir 10 schmutzige Wasser noch, kochen wir noch. So, ein bisschen was auf Reserve lassen, man weiß ja nie. Ach, Kohle. Kohle brauche ich noch. Hast du hier drin? Kohle, ne? Ist da drin, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Ja. Und dann müssen wir ja Goldrute und... Dann stell du erstmal das Wasser an und dann schmeiß ich noch das schmutzige Wasser an. Oder ja. Machen wir irgendwann noch ein zweites Lagerfeuer. Können wir ja auch machen. Na, das läuft schon durch. Braucht halt ein bisschen, ne? So, ja. Nee, weil das ist wirklich besser. Weil da hast du 60... Gib das. 60... Hast du Steine schon angeschmissen? Steine? Hm. Wie Steine? Pfeile? Pfeile meine ich natürlich. Ja, ja. Steinpfeile. Oh, warte, ich geb dir... Komm mal her. Ich gebe dir hier 150 Pfeile. Oh, so viel brauche ich gar nicht. Ich habe 37. 100 reichen. Dann gebe ich dir 144 Pfeile. Du nimmst die jetzt bitte. Und den Rest packen wir in die Kiste. Ja, Manu. Ja, bitte. Lieber haben als nicht haben, you know. Ich habe euch auch gehen, wie ihr an den Graben seid. Wie weit kann sowas gehen? Was? Wer? Wo? Was habe ich eigentlich an? Mein Bild pixelt unterschiedlich stark. Echt jetzt? Ach komm. Bei euch allen? Bei euch allen oder nur bei dir, liebe Sonja? Ich habe auch gesehen, wie ihr am Graben seid. Wie weit kann sowas gehen? Graben? Ja. Wann haben wir gegraben? Ich ziehe mich mal aus. Nicht hinschauen. Nein. War schon wieder Modenschau. Du kennst mich doch. Bei Manu ist alles sauber. Schaufeln, ja, man kann. Irgendwann nach 3, 4, ich sag mal, Blöcken, kommt man auf Stein und dann muss man mit der Spitzhacke. Da hast du Steineisen. Das ist wie bei Rising World tatsächlich. Bei Olli sieht's auch gut aus, alles klar. So. Also man kann ein bisschen Kern runter. Ich glaube, es hat da diesen Bedrock oder so, ne? Gibt es hier bei dem Bedrock, ne? Ja. Ja. Ach, guck mal! Schau mich an! Ich bin extra rausgegangen. Ich hab diesen schönen Dings auch an wie du. Guck mal, du hast auch ein Stoppschild auf dem Hintern, warte. Aber! Du hast auch ein Stoppschild auf dem Hintern. Pass auf! Hokus Pokus Fidipus, weg. Nö, immer noch da. Nee, jetzt ist er weg. Wie hast du das gemacht? Poncho. Ich habe keine Ahnung, wieso habe ich den denn an? Den habe ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr mitgekriegt, aber ich pack den weg. Sonst I'm Schweising und so. I'm Schweising, ach so. Na denn. Müsste meine Sachen oder haben wir wirklich noch nicht viel gefunden, oder? Nee, also ich habe heute aber auch eine Hose und eine Hose verkauft. Ja. Ach so, jetzt wollte ich in die Bücherkiste den Poncho packen, den packe ich natürlich in die Klamottenkiste. Ja. Also wenn du unterwegs bist, dann ja, Andrina. Wenn es nur bei mir so ist, dann kann es auch an meiner Leitung liegen. Die spinnt immer mal. Ja, du hast mich jetzt verunsichert, weil meine Leitung am Nachmittag gerade mal so ein bisschen rumgemeckert hatte. Deswegen, aber ich sehe es an meinem, ich habe an meinem Programm einen so einen grünen Balken, der mir so zeigt, wie meine ich würde sagen, Traffic wir tun ist. Jetzt mal ist Dinge. Rohre wollte ich noch mitnehmen. Nein! Ach, ich bin so dusselig! Was hast du gemacht? Ich habe die ganzen Klamotten in meine Tasche gepackt. Warte mal, ich muss mal die Tür zumachen. Wo hatte ich den Stoff hingetan? Ich habe eine Medizinkiste? Nee. Ja, nee, ich habe gefunden, weil ich wollte gerne mal meine Sachen hier reparieren. Möchte mit heilen Sachen in die
Dazu brauche ich bestimmt Eisen, ne? Ja. Also ich habe hier noch Nägel und so ein Kram in meiner Tasche. Wo kommt das denn her? Habe ich das auch rausgenommen? Wahrscheinlich. So, diesen hier reparieren. Nee, ich glaube, da war kein Platz. Das rein, das rein, das rein. Doch, hat gepasst. So, du so, hast auch repariert. Ja, Pflastersteinche. Ich will den Kram nämlich aus meinem Tisch bekommen. Und nochmal meine Schuhe, die werde ich auch nochmal reparieren. So. So, ich möchte gern zum Händler. Du möchtest jetzt zum Händler? Jetzt möchte ich zum Händler. Sofort. Was möchtest du denn gerne noch anderes machen? Warte, ich muss noch, ich muss noch mal ein paar Sachen loswerden. Gipsbein. Ach so, ein Honig wollte ich mir noch. Pack dir bitte mal noch einen Honig ein. Ach so, ja. Ich nehme mir mal ein Wasser daraus von den Wasserflaschen. Ja. Ist das schon fertig von dem Buch? Ja. Ein gutes ist da noch. Ich habe jetzt zwei sind fertig. Ein gutes habe ich jetzt noch rausgenommen. Ja, ich nehme mir einen Honig aus die Kiste. Rick-Tick. Sag mal, was hast du hier reingeschmissen? Die Nägel, ne? Krummel. Ja, ich habe die. Ja, jetzt habe ich den Stoff in der Tasche. Ich habe auch so einen guten Platz. Oh nein, der TS, ne? Es ist wieder mal soweit. Oh, zu der Spinne. Oh nein. Hallo Proxima. Hallo Proxima. Wenn man nicht gerade Dietriche einschmelzt. Nee. Nee, wir können ja noch gar keine bauen. Und wenn wir mal einen Dietrich finden, dann versuchen wir uns. Kommen wir fast zum Ende. Ja, ich hoffe, dass dieser blöde TS sich jetzt erholt, ne? Oder ich sag mal eine Weile nichts. Wenn das so oder so knackert, ist ja dann auch nicht so schön, gell? Nee. Nein. Lass die Finger vom TS. Nee. Wir haben mit dem TS schon seit einiger Zeit abends um diese Uhrzeit immer Probleme. Wir hatten letztens, wo wir zu dritt waren, auch Probleme. Ja, da war das auch ganz heftig. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Ja. Letztens, wo wir auf dem Gemeinschaftsserver zu dritt waren, hatten wir auch extreme Probleme. Ja. Sag mal, die Frau, die paste hier einfach mal so weg, ne? Ich will doch einkaufen. Wusch ist sie weg. Hast du Geld mitgenommen? Natürlich! Wir machen Lucky Lucky. Glück auf! Oh! Oh. Hab ich vorhin schon gesagt. Ja. Also, ich fange jetzt nicht an zu singen, aber ich kenne da ein Lied, das hat mein Opa mal gesungen. Der war tatsächlich Bergmann. Von daher kenne ich das. Ja. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch wirklich ein friedliches Spielen. Ah, heute wird noch interessant, lieber Michael. Heute Abend ist Blutmondnacht und von daher wird das nachher noch weniger friedlich werden. Aber ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Kann er sich ja anschauen, wenn er das möchte. Wenn er möchte, kann er sich das ja. Auf YouTube kannst du dir das angucken, genau. Genau. Oh. Es ist schon die Hälfte der Zeit. Bleib stehen. Ah, wieder ein Stück vom Auto kaputt, vom Dings. Oh. Wir gehen rein. Wir machen mal. Guten Morgen. Moin. What do you need? Nur ein netter Kerl. Er verkauft Steinpfeile. Was hältst du denn davon? Ich möchte ihn schlagen. Er verkauft noch. Oh, der hat eine Eisenspitzhacke. Für 5.208 Euro. Dings. Weiß schon. Coins. Ja, guck mal. Kauf ein, ist egal. Er verkauft eine Schmiede, aber er verkauft die keine haben Bergbank. Wir ja. Warum denn keine Bergbank, du Eumelkopf, du? 3.000 die Schmiede, hätten wir uns sogar leisten können. Aber der verkauft auch keine Bücher, ne? Ich wollte nämlich gucken nach Büchern oder ist alles nur. Er hat nur Krutzendreck. I only do business with real customers. Er hat nur Mist.
Hat nur Mist. 33 Schuss Munition soll ich die kaufen? Meinst du Gewehrmunition? Ja. Wäre vielleicht gut. Wir können ja auch noch ein kleines Questchen machen. Abholen. 300, in 300 Metern oder so. Ja, mach. Komm, dann schnell. Warte. Ich hole kleines Questchen. Fast. Big Hitter. Brauchst du... warte. Ich nehme mal die Muni. Schrotflinten haben wir ja ganz viel. So, ansonsten hat er nur kurz... So, aber eine Abholquest? Abhol? Ja, ja, ja. Abholen 310 Meter Hirschfarm. Ja. Komm schnell. Weil wir haben erst 8 Uhr, wir haben ja noch einen ganzen Tag Zeit. Ja, ja, aber. Wer war da gerade? Du weißt doch. Wer ist das? Lavi! Ist das Lavi? Morgen, Lavi. Wo ist Lavi? Hier im Laden. Ich habe nämlich gedacht, das war's. Hallo! Shake mit Cowboy-Hütchen. Aber richtig. Ja, nein. Aber soll ich dich darauf hinweisen, dass du immer noch deine Strohhose anhast? Lavi. Lavi, was ist denn da los? Du trägst immer noch deine Strohhose. Ja, aber manchmal findet man auch keine Hosen. Ja, hier vorne eine verkauft, hätte sie ja haben können. Schicke naja, lila Bocker. Wussten wir ja nicht. So. Hast du wieder hinter dem Händler längs. Hinter. Ach, wo fährst du lang? Da lang, okay. Zu Hirschs Farm. Das sind bestimmt Schweinchen. Schnitzel. Boah. Das ist ein Biker. Um den machen wir lieber einen großen Bogen. Die sind gemeingefährlich. Reh! Oh, mein Fahrrad fährt davon. Macht nichts. Läuft das denn am Tag durch die Prärien? Huch, oh. Was? Was? Hast du es erschossen? Ich weiß es nicht. Habe ich es erschossen? Ich weiß es nicht. Blut zu waschen. Genau, echt Geld verkaufen. Es ist weggespawnt. Ah, oder die Klamotten verkaufen und ohne waschen. Nein, es ist noch da. Shit. Ich hab mich nicht gesehen. Das ist ein blindes Reh. Reh! No, Reh! No! Ach, Menno! Jetzt ist es da hinten. Deppisches Reh, du. Das beruhigt sich nicht. Jetzt hat sich beruhigt. Rennt auf mich zu. Och Mensch, guck mal, was das macht. Versucht am Zaun. Es versucht am Zaun hochzuklettern. Aber ich treffe ja heute wieder. Aha. Du hast es. Nach 20 Pfeilen. Hurra! Es ist Reh am Spieß. Was macht die? Hier wohnst du? In dem grünen Haus, Fenrir. In welchem grünen? In dem da? In dem grünen Haus wohnst du. Aha. Da können wir gleich mal Schuhe klauen bei Fenrir. Schuhe? Stühle. Ich habe deine Schuhe klauen. Stühle. Ich wollte gerade deine Schuhe vor der Tür stehen oder was ist da los? Aha. Guck mal hier. Ein Dreier, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Das ist, glaube ich, ein Dreiergebäude. Nee, Zweier. Ach, das heißt die Fermier-Residenz. Ach ja. Ja, ja. Schön. Plündere mal den Garten hier, oder? Ja. Ist Kartoffelpflanze gleich Kartoffel, ja, ne? Ja. Tatsächlich. Kommt da der Herr Biker. Röckchen, ich lass dich gleich raus, mein Hase. Ich bin nur gerade ganz tolle beschäftigt. Jetzt der kommt der Herr Biker. Biker ist schon wieder an hier. Das sind unsere Fahrräder, Herr im Himmel. Ich verpasse Ihnen ein neues Tattoo auf der Brust, junger Mann. Mein Gemüse! Mit Panic Room. Yes. Woher mit meinem Pfeilen, du Nuss? Ich brauche die für die Horde. Thank you. Wir müssen uns langsam beilen. Bis gleich, Rebecca. Wir haben es 9:30 Uhr. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin vor der Horde, habe ich ja meine Händlerquest geöffnet. Und dann bin ich in die Wüste gefahren. Das war, glaube ich, ungefähr 2 Kilometer entfernt. Und dann war ich in der Wüste und habe mich da umgeschaut. Und dann war es 19 Uhr. Und dann habe ich gedacht, oh Mist, in 3 Stunden ist Horde. Ich muss schnell nach Hause. Ich hoffe nicht, dass Lavi die gleiche Quest hat wie wir. Den Hottenturm und das hat auch funktioniert.
Aber das ist so für mich typisch. Ne? Ach, hier noch ein bisschen gucken und da noch ein bisschen gucken und da noch ein bisschen gucken. Lavi hat hier wahrscheinlich Quest. Okay. Lavi, hast du hier Quest? Ja, ich glaube, Lavi hat hier Quest. Wir sind nebenan, Lavi. Wir müssen hier hin. Aber die müssen hier rein. Wir müssen hier einmal abbiegen. Oder da hinten abbiegen, ja. Oh Gott. Und hier abbiegen, Gold. Ja, ja, wir sind nebendran auf der Farm, Lavi. Die Hirscher Ranch. Also hier gibt es garantiert einen Hund, aber, ja, Hündchen und Schweinchen. Aber hier vorne ist doch wieder mein Schlänglein. Also ich lasse das Fahrrad draußen auf der Straße, oder? Och, da ist sie wieder, die kleine Süße. Das Schlängelchen. Das macht Boho. Nicht mehr. Komm, hier ist ein Rucksack. Willst du mal gucken, komm? Nee, geh mal. Ich mach grad das Auto. 4 Repair-Pack und eine Schaufel 3. Ich hab einen Rock hier gefunden. Und hier sind Yucca-Samen. Ich nehme die mal mit hier, oder? Ja, Yucca ist gut. Ich habe 2 schon angepflanzt. Für den guten Yucca-Saft. So, ich bin da. Warte. Bin ich noch in der Warte, ich komme gleich. Ich habe noch ein paar Heidelbeeren und Yucca. Wir haben ja schon Stufe 2. Ich wollte gerade sagen, haben wir denn schon Stufe 2? Ja, wir haben ja schon Stufe 2. Stimmt. So. Habe ich mein Fahrrad rein hingeschmissen? Ach, hier drin. Da drin ist schon. Ich muss mal noch im Briefkasten gucken. Ich bin schon voll, bevor wir anfangen, ey. Oh, ich habe vorher nicht ausgeräumt. Ich war besonders schlau. Mein Fahrrad ist noch voll. Was hast du für eine Schaufel? Level 2. Reparieren, dann kann ich die Levelstein zerlegen. Ich schmeiß nichts Gras raus, ne? Bin mal so. Ja. Willkommen zurück, Philipp. Willkommen zurück, Philipp. Östlich ist ein interessanter. Weil der macht mich sonst irre. Ranger-Ausguck. So, mach's gut, mein Häschen. Bis später. Also ich fand diesen Truckstop da vorhin cool. Ja, da können wir ja noch mal hin. Das fand ich ja schon. Wo war das denn? Weißt du das noch? Nee. Kilometer war das weg. Aber das finden wir wieder. Ja. Aber nicht mehr heute. Also nach der Horte. Warte mal einmal. Ach, ich habe jetzt nämlich die Pflanzenfasern wieder auf. Ich bin so dusselig. Gut. Also. Stufe 2 abholen. Yes, kommen Sie. Ja, ich nehme die Pflanzenfasern mit. Nimm sie mit. Oh, hier, guck mal, Werkbank. Ja. Federn und Holz. Ah. Recken und strecken. Oh. Recken und strecken. Oh, ich war gerade aufgestanden. Oh, jetzt hat es gerade wieder meinem Nacken geknackt. Ja, aber bei mir zwischen den Dings auch, zwischen den Schultern. Es taucht. Wo? Es Hallo. Klappt. Von oben wahrscheinlich. Von oben, 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 oben. Komm, Marlenchen, oben. Im Fuß geschossen. Komm runter. Oh, da bitte mir nicht auf den Kopf fallen, Junge. Das war meine Tasche, mein Freund. Knüppel Level 2 kann ich gleich zerlegen. Ja. Wollen wir uns die Sachen mitnehmen hier? Natürlich ist Antibiotika, 2 Stück habe ich gefunden. Ja, willst du mitnehmen? Das ist Mais. Ich gehe mal hoch, ne? Ja, ich muss ja auch hoch. Wahrscheinlich liegt da oben irgendwo unsere. Ah, Hund! Ah, Hund! Ah. Ich hab keinen. Oh, ich bin aus der Brust gelaufen. Nein, komm rein. Oh, hab ich mich vor diesem doofen Hund erschreckt. Wo war der denn? Ich hab doch gesagt, hier ist bestimmt ein Hund. Oder ein Schweinchen. Beide. Oh, so liebes Lieschen. Kaffeemarsch. Kaffeemarsch mach ich nebenbei, während ich den Hund auseinandernehme. Ich hab keine Energie. Also ich kann doch trinken. Hab ich. Nee, das ist doch. Letztens ein Mega-A von mir gehabt. Ich versuche jetzt nochmal mit dem Hochgehen, ne? Ja, geh nach oben. Ja, ist gar nicht so einfach, geh nach oben. Warum nicht? Weil du hier mal wieder runterknallst. Hä? Wieso das denn? Ich nehme mal den Straßengulasch auch mit, wir brauchen alle. Straßengulasch, können wir schon Penne-Eintopf kochen?
Das kann ich dir, glaube ich. Ich glaube noch nicht. Na, ich glaube, den guten Penner kann ich noch nicht. Nee, den guten Penner konnte ich, glaube ich, auf dem. Andern, ne? Ja. Ja, wo ist unsere Tasche? 53 Meter. Ich glaube, wir müssen in das andere Gebäude. Ja, ja, warte mal. Ganz kurz. Das gehört hier alles mit zur. Ach, du liebe Zeit. Ja, 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 ja. Ist bestimmt. Okay. Ach, der Hund kam von hier hinten. Ah, jetzt bin ich hier im Pferch drin. Pass auf, dass da kein Schweinchen ist, weil das wäre. Ich muss jetzt leider mal was zu futtern trinken. Dabei. Ich nehme jetzt mal meinen Yucca-Saft. Ja. Nutzen. So. So. Wo bist du denn? Geh bitte nicht alleine ohne mich. Nee, ich bin hier. Ich bin hier draußen. Guck mal. Hier. Ich spicke nur überall schon mit meinen Äugelein. Also meinst du da diesen mal oben, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier oben in das Haus rein. Ja, ich muss auch in irgendein anderes Haus da hinten. Ich gehe mal aufs Klo. Hallo? Nee. Das mag ich nicht. Das ist ekelitsch. Also die Quest dauert ein bisschen länger, das sage ich dir jetzt schon an. Wer dauert länger? Die Quest hier. Nö, das geht schnell. Bei Kochbüchern. Zweimal schmutziges Wasser. Hier ist die Küche. Kannst ja mal gucken. Ich spick mal hier ums Eck. Oh, hier ist was im Kamin. Da hat jemand einen Karton eingestellt. Mit Holz. So, ich organisiere uns schon mal gleich wieder ein bisschen Kohle. Hä? Was sagst du dazu? Für das gute Wasser. Kennt ihr noch das Megaschwein im Keller nordwestlich vom Händler? Du meinst Gracie. Ja. Ja. Ach, die süße kleine Gracie. Oh Gott, oh. Das ist Lavi. Das ist Lavi nebendran. Lavi macht nebenan Ärger. Hier ist verschlossen. Lavi braucht das. Oh oh. Was, wo? Vorsicht! Oh, hab ich mich jetzt verjagt? Dieser blöde Honk, der blöde. Oh, ich aua. Wenn Lavi hier schießt, das ist. Weißt du? Der hat mich durch die Tür gehauen. Grit, ich hab keine Energie. Was? Oh, der hat mich durch die Wand gehauen. Aber hier ist verschlossen, du blöder Eumel. Warte mal. Boah, der hat mich voll durch die Wand gehauen. Das sind zwei Stück drin. Ich komme. Man kann sie ja jetzt durch die Tür töten. Aber wir müssen doch trotzdem aufklopfen. Ja, warte, brauchst du aber. Ach nee, gut, hier ist das ist da wahrscheinlich der Türschloss woanders hin. Ja. Wieso muss ich jetzt hier runter? Nee, ich muss hier gar nicht runter am A. 31, also wir sind doch noch im falschen Gebäude, ne? Ja, sag ich doch. Was ist denn das andere noch? Warte, ich schmeiß mal hier im Blick. Irgendwo habe ich jetzt die Tür aufgemacht. Ja. Okay. Können wir hier runter? Nee, ich will hier nicht runter. Ja, dann gehen wir woanders. Doch, können wir hier. Wir können hier runter. Okay. Haben wir im Haus schon alles fertig? Ja. Das war ja nur so ein. Das ist ja nur ganz klein. Jetzt springen wir hier auf den Kamin runter, so und dann so. Und auf das. Und ja. Feuerholz mitnehmen. Holz brauchen wir auch immer. Ja.